Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Minister! Der Staat und damit dieser Deutsche Bundestag ist dazu verpflichtet, allen Kindern in unserem Land Lebenschancen zu eröffnen und nicht nur das Existenzminimum von Kindern zu sichern. Das ist die Messlatte dieser heutigen Diskussion. Das ist die Messlatte Ihres Gesetzes, weil es nämlich das Bundesverfassungsgericht uns als Parlamentariern, als gesetzgebendes Organ 2010 so ins Stammbuch geschrieben hat. Dieses Urteil ist unsere Messlatte und mit Verlaub nicht Ihr Koalitionsvertrag. Und da muss man ganz klar sagen, wenn wir diese Messlatte uns anschauen, dann ist trotz der guten Änderungsanträge, ich wollte Sie gerade loben, trotz der guten Änderungsanträge, die Sie ja letzte Minute noch eingebracht haben, beim Kinderzuschlag und beim BUT, diese Messlatte leider nicht erreicht. Und wenn Sie ehrlich sind und den Koalitionsvertrag noch mal lesen, dann ist auch die Messlatte Ihres Koalitionsvertrages nicht erreicht. Denn dort haben Sie gesagt, Sie wollen dem Kampf gegen Kinderarmut die höchste Priorität geben. Aber wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, Kollege Müller hat auch schon darauf hingewiesen, dann stellen Sie für die nächsten drei Jahre knapp 1,3 Milliarden für die Kinderzuschlags- und BUT-Reform in den Haushalt ein, während für Kindergelderhöhung und für das Baukindergeld 6 Milliarden eingestellt werden. Damit stärken Sie nicht die ärmsten Familien in unserem Land. Wenn Sie beim Kinderzuschlag eine Steigerung der Inanspruchnahme von Herr Kollege Heil 5% planen, dann packt es eben nicht jedes Kind, wie Frau Giffey es eigentlich angekündigt hatte. Und wenn Sie sich 14 Jahre nach der Einführung des Kinderzuschlages damit zufrieden geben, dass er bei nur 35%, und das heißt bei nur 2 von 3 Familien und Kindern, ankommt, dann ist es beschönigend zu sagen, wir sprechen hier von einer Orientierungsgröße. Das ist einfach nur falsch, meine sehr verehrten Familien. Um verdeckte Armut in unserem Land wirklich zu bekämpfen und um wirklich Alleinerziehenden, von denen Sie jetzt ja alle sprechen, wirklich zu helfen, dann muss der Bezug des Kinderzuschlages genauso einfach sein wie die günstige Prüfung bei der Steuererklärung. Wir alle legen die Hände in den Schoß und überlassen es dem Finanzamt zu prüfen, ob es für uns nun besser ist, Kindergeld zu beziehen oder von Kinderfreibeträgen zu profitieren. Nur den Alleinerziehenden, nur den Familien, die ohnehin schon genug zu tun haben, über die Runden zu kommen, geben Sie weiterhin als Auftrag, sich durch zig Dokumente zu fühlen, nicht wissen, wo die Informationen sind, und dann feiern Sie eine Website dafür ab, dass in Zukunft einiges hier verbessern wird. Das entspricht nicht unserem Anspruch von guter Politik. Und natürlich sagt die Opposition immer, wie es anders gehen sollte. Aber Sie haben selbst, Frau Giffey, weil Sie es ja wissen, wie es ist bei den Familien vor Ort, in der Ausschusssitzung am 16. Januar 2019 im Ausschuss erklärt, dass Ihre Messlatte für den Kinderzuschlagsreform ist, sich daran messen zu lassen, ob denn der Kinderzuschlag wirklich bei allen Kindern ankommt. Bei 2 von 3 Familien kommt er nicht an. Deswegen muss man sagen, Ihre Messlatte hier ist nicht erreicht. Und daher kann ich nur abschließend sagen, ja, eine gute PR ist manchmal hilfreich, aber eine gute PR allein holt Kinder nicht aus der Armut. Dafür braucht es eine Kindergrundsicherung. Die bringen wir heute in den Deutschen Bundestag an dieser Stelle ein. Denn wenn Sie wirklich wollen, dass jedes Kind zum Kindergeburtstag gehen kann, ich komme zum Schluss, wenn Sie wirklich wollen, dass Alleinerziehende nicht noch einen zweiten Job anfangen wollen, und wenn Sie wirklich wollen, und das gehen Sie gar nicht an, dass Kinder, die im Hartz-IV-Bezug sind, nicht noch die 150 Euro, die sie fürs Abiball erarbeiten, ihrer Mutter am Ende in Rechnung gestellt wird, dann brauchen Sie eine Kindergrundsicherung, und das erwarten die Familien in diesem Land von Ihnen.